Folge. Wir sind zurück beim Asus Zenfone Zoom und wir sehen an dieser Stelle das Ergebnis des AnTuTu Benchmark-Testes in der Version 6.1.4. Wir erreichen hier einen Gesamtscore von rund 64.000 Punkten. Im Gesamtscore bedeutet das, also in der Rangfolge für die verschiedenen Scores, bedeutet das insgesamt, dass wir hier auf Rang 16 uns befinden mit diesem Gerät. Das heißt, man ist hier so ja, bei den Geräten, die schon von der Leistung relativ gut mithalten können, auch mit den anderen, die nahezu gleichwertig teuren Premium-Geräten. Und man ist hier bereits natürlich bei einer Leistung, bei der man auch bei dem Gaming merkt, bei wirklich Anwendungen, die auch ein bisschen mehr Leistung abverlangen, dass es dort eigentlich keine Ruckler gibt und man eben überhaupt keine Probleme hat, Dinge flüssig darzustellen, wenn es eben auch um Spiele geht, die ein bisschen grafikaufwendiger sein sollten. Man bemerkt allerdings, dass sich auf Seiten der Leistung so ein bisschen etwas zumindest in sehr, sehr kleinen Teilen negativ zu Buche schlägt, und zwar ist das die Wärmeentwicklung auf der Rückseite des Smartphones. Das merkt man selbst schon bei der Bedienung der Kamera-App, wenn man die Kamera zu lange bedient, da merkt man hier auch eine relativ starke Wärmeentwicklung eben in diesem Bereich des Gehäuses. Und das ist ähnlich eben auch bei etwas grafikaufwendigeren Spielen so. Das ist noch nicht im wirklich relevanten Negativ-Sinne, aber es ist schon so, dass man auch die Wärmeentwicklung auf der Gehäuserückseite eben spürt und bemerkt. Die ist also definitiv schon da, wenn man auch ein bisschen mehr damit versucht und ein bisschen mehr aus der Leistung eben herauskitzelt. Ja, abgesehen von der Leistung kommen wir jetzt einmal zum Display. Wir haben ein Display, das definitiv scharf ist von der reinen Auflösungsseite her gesehen, das auch eigentlich noch relativ gute Blickwinkel hat, allerdings stört teilweise das Display, da es doch relativ stark verspiegelt ist. Das merkt man auch draußen, wenn so ein bisschen die Sonne da drauf knallt. Da hat man dann teilweise schon ein wenig Probleme. Von der Helligkeit könnte es hier bei Asus fast noch ein bisschen mehr sein. Das heißt, wenn man hier auf das Maximum geht, dann naja, bemerkt man es teilweise zumindest in den Betrachtungswinkeln auch, dass es dann zumindest die Helligkeit schon ein wenig runtergeht. Das heißt, auch auf Seiten der Helligkeit könnte das Display noch ein Stück stärker sein. Man darf das natürlich nicht mit iPhone oder Co. vergleichen, die in diesen Rankings immer sehr weit oben liegen. Also abschließend für das Display ein scharfes Display, ein bisschen zu stark verspiegelt vielleicht, und in der Helligkeit könnte es auch noch ein Stückchen mehr vielleicht draufsetzen. Ansonsten kommen wir jetzt einmal in Richtung Lautsprecher oder gehen in Richtung Lautsprecher weiter. Beim Lautsprecher muss man sagen, dass man auch relativ stark
den Sound nach innen im Gehäuse hören kann. Das heißt, man merkt es auch, wenn man den Daumen einfach mal hier hinten auf den eigentlichen Lautsprecher, auf dieses Lautsprechergitter dort unten legt, dann merkt man noch, dass zum Beispiel die Bässe ziemlich stark in dem Gehäuse hallen. Und das merkt man teilweise auch ansonsten, wenn man Musik hört oder Musikvideos schaut, dass es doch so ein bisschen Teil des Klangs einfach im Gehäuse sozusagen verbleibt und im Gehäuse mitschallt. Und das hört sich nicht teilweise so ganz astrein an, aber man hat hier immer noch einen Lautsprecher, der eine Lautstärke schafft, die eigentlich ganz in Ordnung ist. Auch da gibt es wieder noch andere Modelle, die noch etwas stärker sind, auch selbst von Asus, auch in dieser Zollgröße. Im Lautstärkebereich liegt das also im Mittelfeld und auch im Klangbereich ist das kein Smartphone, das man extra deswegen kaufen würde, weil es einen besonders guten Klang hätte, das definitiv also auch nicht. Das heißt, ein Display, das eigentlich ganz in Ordnung ist, ein bisschen zu stark verspiegelt, eine Leistung, die wirkt, mit der man wirklich viel machen kann, und ein Lautsprecher, der eher so im Mittelfeldbereich liegt. Natürlich haben wir hier ein Smartphone, das natürlich von der Preis-Leistung her sich auch ein bisschen damit misst, was die Kamera selbstverständlich kann, abseits von Lautsprecher, Display oder auch der Leistung des Smartphones an sich. Das soll es aber erst einmal gewesen sein mit dem kleinen Einblick hier in den Multimedia-Test mit dem Asus Zenfone Zoom. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.